Zuge dieser Filmaufnahmen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir uns endlich eine HD-Kamera kaufen? Und deshalb habe ich ein bisschen gegoogelt und gegoogelt und gegagelt und bin bei Willhaben auf die Nachfolgekamera von meiner. Ich habe die XL1S, die XLH1 gestoßen. Das ist die HD-Ausführung dieser Kamera. Sie sitzt in Innsbruck, was ja ganz gut ist. Das wäre die Kamera. Es ist zwar kein Mikrofon und Akku dabei, wäre aber nicht so tragisch und deshalb werde ich die jetzt bezahlen. Dazu werden wir die Sparkasse bemühen, bei der ich noch Kunde bin, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, weil ich dort keine Drehgenehmigung für den Münzzähler bekomme, nebenbei bemerkt. Und dann gehen wir aufs Firmenkonto und werden besagte 2600 Euro überweisen. Heute sofort. Freigeben.